Ja, gut. Hier vorne, du bist da nicht. Da muss nicht gelöscht werden noch. Die Feuerwehr Weimar wurde heute Morgen um 1.33 Uhr zu einem vermutlichen Gartenlaubenbrand gerufen. Bei der Anfahrt an die Einsatzstelle bestätigte sich das. Die Gartenlaube stand im Vollbrand. Es wurde keine Person verletzt, da keine Person sich im Gebäude befand. Diese ist bis zum Grundmauern runtergebrannt und wurde durch die Feuerwehr Weimar gelöscht. Zwei Propangasflaschen wurden geborgen und weiterhin durch die Einsatzkräfte gekühlt. Das hat er hier nicht gemacht.